Das ist überhaupt der wesentliche Ansatz wahrer Spiritualität. Dass man letzten Endes die Leerheit allen Seins erkennt. Dass man sich die Leerheit allen Seins immer mehr bewusst macht, erkennt und versteht. Was aber mit den ausschließlichen Mitteln des unterscheidenden Verstandes nicht möglich ist. Da kannst du noch so hohe Spekulationen eben der Analyse dieses Sachverhalts von hohen Geistesgrößen, von hohen Wissenschaftlern und von Philosophen lesen. Aber du wirst aber keine eigene Erfahrung haben. Du wirst es nicht wissen. Du wirst es letzten Endes es nicht wirklich verstehen und erkennen. Trotz deiner angelernten Ansammlung von 100.000 Begriffen und Vorstellungen. Und das ist das Wesentliche, um was es geht, ein Verstehen. Stellt sich nun die Frage, ja, wie dann? Es geht doch aber darum, um das Verstehen. Und wenn der Verstand es sowieso nicht verstehen kann, wie kann ich es dann verstehen? Nun, der Weg der wahren Spiritualität, der wahren Mystik, sei es Zen, sei es Taoismus, sei es christliche Mystik, sei es Sufi-Mystik, Advaita Vedanta oder wie auch immer, ist der Weg, dass du von dir selbst einen Schritt zurücktrittst. Abstand zu dir selbst nimmst. Abstand von deiner Identifikation mit den Produkten deines unterscheidenden Denkens, die du so für Wirklichkeit hältst, dass du glaubst, es sei dein wirkliches Sein, es sei der Denker hinter allen deinen Erfahrungen, hinter all deinen Wahrnehmungen. Aber ein Denker hinter deinen Wahrnehmungen, oder einfach kurz gesagt, ein Denker hinter dem Denken gibt es nicht, hat es nie gegeben und wird es auch nie geben. Und warum nicht? Weil dieser Denker hinter dem Denken nichts anderes ist als das Produkt seiner eigenen Gedanken. Es gibt halt nur Denken, aber keinen Denker. Das ist das. Es sind die karmischen Triebkräfte, die letztlich in der Identifikation mit sich selbst und mit den Skandhas eben diesen ganzen Prozess einer Selbstidentifikation mit diesen ganzen Prozessen des Skandhas, der Geistesregung aktiviert, solcher Art, dass du dich damit so identifizierst, dass du glaubst, du bist das. Und das ist das Verhängnisvolle an der ganzen Sache. Der Verstand kann sich aber nicht selbst übersteigen. Der Verstand kann es nicht lösen. Wie gesagt, der Weg der Mystik ist, dass du einen Schritt von dir selbst zurücktrittst. Quasi dich in deinen innersten tiefen Grund versenkst. Das ist die Praxis der Meditation, der Praxis der mystischen Innenschau.